Flugbahn quer durch die Republik auf der Suche nach frühen Frühstückern. Flugroute über Hamburg, Leipzig, Geiselwind und München auf die Zugspitze. Kuttners frühe Stücke. Jetzt. Was kommt jetzt? Ich glaube, jetzt kommt der Kuttner, wa? Jürgen Kuttner, heute ganz oben im ARD-Morgenmagazin auf der Zugspitze im Adlerhorst Deutschlands. Schönen guten Morgen, Jürgen. Was meinst du, Inka, hat der Kuttner Schrippen dabei oder was? Hast du Schrippen dabei? Keine Schrippen dabei. Was gibt's denn da oben? Noch ist es hier ganz leer. Frühstück gibt's unter Umständen schon. Ich habe schon überlegt, ob man sagen könnte, ob so eine Gaststätte wie die Berghütte hier von Laufkundschaft lebt. Eigentlich nicht. Wobei ich andererseits natürlich denke, wer einen Rest Selbstachtung noch im Leibe hat, der sollte hier hochwandern, um in den Genuss des Anblicks einer großartigen Landschaft zu kommen, die sich jetzt allerdings schamvoll in Nebel verhüllt. Nicht nur Landschaft ist hier zu sehen, sondern auch ein wunderbarer Kaffee zu trinken, der übrigens mit Regenwasser zubereitet wird. Inzwischen hat ja auch technischer Fortschritt Einzug erhalten. Seit knapp 70 Jahren gibt es hier eine Zahnrad- und eine Seilzugbahn, sodass auch der gestresste, nervöse, zeitknappe Tourismus-Hektiker hier in 10 Minuten hochhetzen kann, schnell Kaffee trinken, alle vier Himmelsrichtungen fotografieren und wieder runterflitzen. Wer hier schaukelt, will ganz nach oben und das am besten ohne Mühe. Er spart sich immerhin einen 11-stündigen Fußweg und nimmt den Lift zum höchsten Café Deutschlands. Und früher? Früher war alles ganz anders. Vor 100 Jahren brachten Mulis noch die röstfrischen Bohnen auf den Berg und der wandernde Mensch musste sich seinen Kaffee erkämpfen. Erst das Kraxeln, dann das Münchner Haus. Eine holzschindelverkleidete Hütte mit 8 Stahlseilen am Berg festgezurrt, damit nichts wegfliegen kann. Im Wolkenhaus gab's gratis zum Kaffee den wunderschönen Blick. Und den gibt's heute auch noch. Genauso wie den Hüttenwirt aus der Barth-Dynastie. Vor 75 Jahren bediente erst der Großvater, dann der Vater und jetzt der Sohn die hohen Gäste. Bei Wind und Wetter auf der zugigen Spitze. Ja, Sie werden es bemerkt haben, Ortwechsel hat stattgefunden. Clever wie ich bin, habe ich mich in den wärmsten Teil des Hauses hier zurückgezogen. Das ist die Küche, hier hat nicht jeder Zutritt. Hier sitzt eigentlich nur die Familie, bestenfalls Freunde und manchmal auch das Fernsehen. In diesen kleinen Räumen wurden Kinder gewickelt, Steuererklärungen ausgefüllt und Liebeskummertränen getrocknet. Frau Barth, ist es nicht ein bisschen mühsam, hier Kinder zu wickeln und großzuziehen? Ach, im Laufe der Zeit gewöhnt man das alles. Jeder Handgriff sitzt bei uns, jeder weiß, was er zu tun hat. Das geht ganz gut. Dankeschön. Hier haben wir zwar den Tisch gehabt, dazu gehört aber natürlich noch der Herd, denn das ist der eigentliche Rückzugsbereich für die Touristenversorgung, die ja dann hier stattfindet. Hier kann man gerne ein Frühstück essen, hier kann man sich mittags beköstigen lassen. Herr Barth, was essen denn die Wanderer zum Frühstück? Ja, zum Frühstück essen sie meistens Marmeladebrot mit Kaffee oder Kakao oder Tee. Und dann um 8, 9 Uhr geht es dann schon weiter mit der Erbsensuppe, Nudelsuppe, Rostbratwürsteln. Das staunt ja doch ein bisschen. Man sollte ja denken, dass die Wanderer dann richtig kalorienreiche Nahrung zu sich nehmen, um den Abstieg noch bewältigen zu können. Naja, der Abstieg ist nicht so schwierig und kalorienreich. Das meiste haben sie sowieso selber dabei. Im Rucksack drinnen ist kalorienreich und bei uns essen sie dann noch ein paar Würsteln oder vielleicht trinken sie noch Buttermilch oder sowas. Wobei Wanderer sind ja sowieso die wenigsten. Ne? Eigentlich wird der dominiert hier von Tausenden von Gästen, die Tag für Tag hier hochkommen, wenn schönes Wetter ist. Was sind denn das für Leute, die hier hochkommen? Ja, verschieden. Die sind an alle Nationalitäten, kennen wir sie. Früher waren die meisten Amerikaner. Heute ist es soweit, dass wir die Japaner sind schon ziemlich gleich mit den Amerikanern, also von der Gäste her. Ja. Und seit der Maueröffnung finden sich jetzt auch viele Leute aus Osteuropa und aus der ehemaligen DDR hier ein. Ja, sehr viele. Nachmittags die ganzen Kaffeefahrten, das sind sehr gute Leute, nette Leute, brauchen nicht viel, aber sind sehr freundlich und sehr, sehr nett eigentlich. Ja. Dankeschön. 4000 Leute hier oben, die können natürlich nicht hier übernachten, sondern in der Nacht sieht es ein bisschen anders aus hier. Erst wenn die letzte Gondel ins Tal gesaust ist, wird es friedlich auf der Zugspitze. Und Ruhe kehrt ein. Nur wer nachts klopft, weil er nicht mehr weiterkommt, darf hinein ins kuschelige Matratzenlager. Zünftige Bergfeten allerdings finden hier nicht statt. Weil morgens um 5 wieder der Berg ruft,
gehen um 22 Uhr die Lichter aus. Hüttenruhe bis zum Frühstück und endlich Privatleben. Ja, da haben wir jetzt einen Wanderer, kein japanischer Tourist. Guten Morgen. Zu jeder Kneipe gehört ein Original, zu so einer Berghütte natürlich auch. Und das ist dann doch ein etwas anderes Original, eher naturverbunden, weniger dem Alkohol hold. Sie wandern dreimal die Woche hier rauf? Ja, je nachdem, was Wetter ist, maximal ja, dreimal. Weil ich brauche mindestens 3-4 Tage, bis ja die Sohle wieder regeneriert hat. Ja, die Sohle, von der hier die Rede ist, das sind nicht die Schuhsohlen, sondern das sind Ihre Fußsohlen. Sie haben sich den Ehrgeiz, barfuß hier rauf zu wandern? Ja, weil nur habe ich einen leichten Fuß und dann kann ich leichter mich bewegen, sagen wir so. Ich habe mir sagen lassen, Sie trainieren dafür aber auch. Ja, sicher muss man ein bisschen trainieren, also Art Fakir-mäßig. Ne? Ich habe daheim ein Nagelbrett und da stelle ich mich noch drauf, wenn ich länger nicht mehr gelaufen bin. Und dann weiß ich 5 Minuten, wenn ich drauf stehe kann und so, dann ist sicher, dass ich da raufkomme. Ist natürlich relativ klar, dass es kein normaler Tourist ist, sondern Sie kennen sich aus mit Weg und mit Wetter. Man konnte jetzt in den Zeitungen lesen, dass in den letzten 4 Wochen 40 Leute abgestürzt sind und den Tod gefunden haben. Was machen die Leute denn falsch, die hier hochkommen? Ja, das kann man schlecht sagen. Wenn einer an Anfang raufkommt und so, nachher ist er mit der Materie eben weniger vertraut. Und es ist im Leben überhaupt so, wenn ich immer das Gleiche mache und so, nachher entwickelt der Mensch ein Gefühl und da geht es, das ist es praktisch. Ne? Und bei manchen ist es vielleicht, dass sie plötzlich Angst kriegen oder Leichtsinn. Oder. Herr Barth, Sie haben ja eigentlich immer die Hoffnung, nachts durchschlafen zu können, eine Hoffnung, die sich aber nicht immer erfüllt. Na, immer erfüllt sie nicht. Es ist passiert doch sehr viel in den Bergen. Aber ich habe damit die Rettung ein weniger zu tun. Das macht die Bergwacht, Bereitschaft, Garmisch-Partenkirchen, und Kirchengräner oder Bergrettung Erwald. Da, wenn ich anrufe, die sind in 0,5 Cent da. Es sind so kleine Rettungen, wenn einer unter dem Gipfel um Hilfe schreit oder kommt dann über Lebensgrad nicht mehr weiter, weil es so einen Nebel hat. So Kleinigkeiten mache ich. Aber sonst die großen Bergungen überlasse ich den Profis von der Bergwacht. Jetzt sind dann in der Regel ist es eher Leichtsinn, der dann zu Unfällen führt. Wir wollen jetzt nicht weiter über die Unfälle reden, sondern zu einer anderen Art von Nervenkitzel kommen, nämlich zu unserem Gewinnspiel. Wo ist denn der Monitor? Verschwunden ist er. Auf der Durchreiche ist er zu finden. Hier, wo eigentlich sonst die Schrippen und der Kartoffelsalat übers Brett geht, sehen wir jetzt gleich einen Einspielfilm, bei dem Sie die Möglichkeiten haben, an der Stelle, wo er angehalten wird, seine Fortsetzung zu raten. Sie müssten dann einfach hier anrufen und sich zwischen 3 Möglichkeiten, die wir einblenden, entscheiden. Wir gucken uns jetzt mal den Film an. Lieblingsszene, eine Szene aus dem Tatort. Die Frage ist, was macht die Frau gleich? Erstens zerschlägt sie das Ei, zweitens steht sie auf, drittens isst sie eine Traube. Sie müssen das jetzt entscheiden, dann haben Sie die Möglichkeit, hier so ein Frühstücksset und ein Frühstück für 2 Personen zu gewinnen. Da ist schon ein Anrufer in der Leitung. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo? Ach, da ist es jemand, der schüchtern ist und dem möglicherweise jetzt ein 2-Personen-Frühstück durch die Lappen geht. Haben wir denn einen neuen Anrufer? Hallo, ja, mit wem spreche ich? Peter Hasselborn. Hallo Peter, Sie haben jetzt die kurze Szene gesehen, Sie haben das nervöse Zucken im Augen der Frau beobachtet und ich habe schon gesagt, das ist meine Lieblingsszene, also irgendwie muss sie sich großartig entschlüsseln. Was würden Sie denn vorschlagen, was macht die Frau gleich? Ich würde sagen C. Sie würden sagen C? Hier wird Anlass, mich über eine Frau, die Trauben isst, wirklich freuen zu können, diebisch freuen zu können? Ich nehme mal an. Ja, naja, Sie halten mich doch für einen schlichten Gemüt, gucken wir mal gemeinsam, wie es weitergeht. Tut mir wirklich leid, ist doch aber eine tolle Szene, oder? Gewonnen haben Sie aber trotzdem einen Trostpreis, unseren Kaffeebecher vom ARD Morgenmagazin. Sie müssten in der Leitung bleiben und dann wird er Ihnen vermutlich per Post zugeschickt. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Herr Barth, Sie machen das jetzt schon in 3. Generation. Denken Sie dann, dass die Familie das noch weiter betreiben wird hier? Ja, ich hoffe, dass einer von meinen Söhnen mal weitermacht.
Ich weiß nicht, also wie sich die Zeit ändert oder was, ich weiß. Das ist schon aber ein ungemütliches Leben, oder? Die Saison von Mai bis Oktober hier oben und den Rest dann sich im Tal langweilen? Wenn man es einmal gewohnt ist, dann ist es das schönste Leben, was es überhaupt gibt. Das ist ein Paradies herum. Also ich möchte mit keinem Menschen tauschen. Ja. Und die Freundschaften, die Sie haben, die rekrutieren sich dann aber eher so aus dem Umfeld? Oder gibt es schon mal so Tourismusfreundschaften, dass man jetzt gute Bekannte in Australien hat, die einen einladen und sagen, ja, kommt doch mal zu uns, wir haben auch tolle Berge? Also ich glaube, dass ich schon 20 Mal nach Amerika fliegen hätte sollen. Australien weiß ich jetzt gar nicht, aber normalerweise könnte man im Winter die ganze Welt anschauen, wenn ich die ganzen Einladungen folgen würde. Aber im Grunde haben Sie es ja nicht nötig, irgendwo hinzureisen. Sie sind ganz oben und können eigentlich alles sehen. Damit verabschiede ich mich erstmal hier von der Zugspitze. Und nicht mal erstmal, sondern unsere Frühstückswoche ist damit zu Ende gegangen. Wir waren an ziemlich vielen verschiedenen Orten und haben gesehen, wie unterschiedlich man frühstücken kann. Und vielen Dank von hier aus Köln. Mit der Premiere war das Jürgen Kuttner als Fernsehmoderator. Und wir werden das Berlinerische vermissen, wa? Ja. Vielleicht gibt es irgendwann späte Stücke. Tschüss, Jürgen. Vielen Dank. Tschüss.